Moin Moin, Käse hier. Heute zeige ich euch mal mein Multiplayer Review zu Mount & Blade Warband. Ein Wort noch zum Menü. Nein, das hier ist keine Raubkopie, das ist die Original Steam Version und da stehen tatsächlich im Menü so Sachen wie STR Not Found UI Exit to Windows. Also ja, habe ich so auch noch nicht in einem Spiel erlebt. Na gut. Dafür ist der Multiplayer super. Allen, die zum Beispiel gerade Battlefield Bad Company zeigen, spielen, den rate ich jetzt weiter zu spulen, denn das, was ihr jetzt seht, das ist wahrscheinlich nicht leicht für euch. Denn man braucht, um in den Multiplayer reinzukommen, einmal nur hier draufklicken, einmal die Server ordnen, durch einen Doppelklick sich auf einen Server einloggen, kurz warten und schon ist man drauf. Ich meine, ein super Entwicklerstudio wie DICE schafft das nicht mal ansatzweise. So, wie läuft das? Ja, am Anfang wählt man sein Volk aus, dann wählt man hier eine Klasse, das ist immer der Fernkämpfer, der Nahkämpfer und der Reiter. Die unterscheiden sich je nach Volk. Wir haben jetzt die swadischen Blabla, ich würde sagen, das sind so ein bisschen britische Leute. Ich nehme mal den, keine Ahnung, Infanteristen. Jetzt kann man sich hier Waffen kaufen. Man kriegt für jeden Gegner, den man tötet, Geld. Zum Beispiel so, dass man, je besser man ist, desto mehr Waffen und Rüstung hat man, sprich man sieht auch geiler aus und die Leute sehen, oh, das ist ein richtig harter Kämpfer, da gehe ich mal lieber aus dem Weg. Also schüchtert einen auch ein bisschen ein, wenn man da mit guter Rüstung rumläuft. Ich wähle jetzt zum Beispiel mal erstmal das Beste, der kauft man einfach das zusammen, was ich haben kann. Vielleicht noch ein paar Wurfspeere mitnehmen für meinen Nahkämpfer. Noch ein paar Helme, ach, der sieht doof aus, ich nehme mal den. So, das sieht auch alles ganz gut aus. So, man sieht jetzt hier schon, 5000 kostet mich die Ausrüstung. Ich habe nur 1200, also er kauft mir jetzt auch nur das, was ich so dafür kaufen kann. Und ich spawn jetzt mal. Das ist jetzt der Belagerungsmodus. Der ist so ausgelegt, dass ein Verteidigerteam die Kontrolle übernimmt. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt, weil ich hier gerade gegen diesen Typen kämpfen muss. Und der hat es anscheinend genauso wenig drauf wie ich. Weil er hat ein Schild auf dem Rücken, benutzt es nicht und deswegen töte ich ihn natürlich gnadenlos. Aber jetzt kommt mir schon der nächste hier mit Wurfäxten entgegen und der hat auch eine schöne Rüstung. Oh, und einen Bogenschütze. Den noch hält mein Schild aber stand, trotzdem muss ich mir jetzt mal irgendwas überlegen. Aber jetzt hat er natürlich kein Schild, das kann nicht nur von Vorteil sein. Ein guter Treffer hier von mir, natürlich. Und komm. Alter, stepp du. Ja. Haha, ich habe die Bresche verteidigt, Entschuldigung. Also dieser Bogenschütze hat man gerade vielleicht gesehen. Kann ich ja mal kurz was sagen zu. Manche haben nur Armbrustschütze, unser Volk zum Beispiel hat nur Armbrüste, die anderen haben Bogen. Das hat Vor- und Nachteile. Bogen schießt sehr schnell, kann dafür nur kurz zielen, eher sehr ungenau wird. Armbrustschützen müssen lange nachladen, können dafür ewig zielen. Und auch je nach Volk können zum Beispiel auch die Rodox können zum Beispiel auch ein Schild tragen die Fernkämpfer, das können hier die Nord, gegen die wir hier spielen, also die Wikinger zum Beispiel nicht, die Fernkämpfer. Ein Schild ist echt eine gute Sache, weil das sehr gut ist. Dumm nur, dass mein Schild gerade zertrümmert wurde. Solche Zweihandäxte machen das nämlich mit zwei, drei Schlägen. Also auch da hat man Vorteil. Als Zweihänder hast du natürlich wieder keine Chance gegen Bogenschützen. Also alles doch sehr ausgeglichen. Es kommt sehr auf die Klasse an, zum Beispiel auf offener Landschaft, das ist jetzt hier nicht der Fall. Wenn du da alleine rumrennst, macht dich so ein Reiter wie der da vorne so ziemlich schnell tot. Hast du eigentlich keine Chance. Du musst einfach irgendwie immer alleine rumrennen, in der Gruppe rumrennen und die mit Speeren niedermachen. Sonst bist du halt schneller Geschichte als die Geschichte. Geschichte ist was für eine Phrase. Egal. Ja, was macht diesen Spielmodus aus? Lass mal ein paar Speere nach diesen Typen hier. Und treffen tut mal auch nichts. Alter, kann doch nicht sein. Hallo. Na super. Egal. Diesen Spielmodus macht's aus. Das ist ziemlich untaktisch. Wir haben jetzt übrigens verloren. Die Verteidiger verteidigen halt, spawnen ein bisschen langsamer als die Angreifer. Und wenn je tiefer die Angreifer in die Burg vordringen, desto weiter hinten spawnen die Verteidiger. So ungefähr läuft das. Dabei haben die Angreifer, um in die Burg reinzukommen, haben die Angreifer Möglichkeiten, wie das Tor öffnen, indem sie die Torwinde kriegen oder indem sie zum Beispiel einen Belagerungsturm ranschieben. Da vorne steht so einer. Da rollt er auch schon. Dazu muss ein Gegner in der Nähe stehen. Sie können auch so Leitern aufrichten, mit denen sie hochkommen. Die können die dann auch wieder runterstoßen und so weiter. Insgesamt finde ich, ist der Modus einfach trotzdem eine ziemliche Klopperei. Und meistens gewinnen auch die Verteidiger, außer natürlich Leute wie ich spielen mit, die es einfach nicht gebacken kriegen.
Aber so ist das halt. So, jetzt bin ich natürlich kein Fernkämpfer und kann gegen diesen Typen da hinten eigentlich auch überhaupt nichts machen. Außer mit meinen Wurfspeeren, die natürlich auf diese Entfernung überhaupt nicht geeignet sind. Ich doch mal eine andere Klasse nehmen soll. Solange sie jetzt noch weg sind, kann ich das ja mal machen. Nehmen wir mal einen Armbrustschützen. Die hier, oh, die können auch ein Schild tragen. Interessant. Die können zum Beispiel auch noch bessere Pfeile kaufen. Haben dafür aber schlechtere Rüstung als die Nahkämpfer und so weiter. Naja. Da unten wird jetzt schon gekämpft. Ich glaube, ich mache einfach mal, wie man das damals im Mittelalter so gemacht hat, wenn so ein Belagerungsturm auf einen zukommt. Man springt einfach die Mauer runter. Man springt einfach die Mauer runter. Okay, man springt sie nicht runter. Man sucht sich eine Stelle, an der man runterspringen kann. Zum Beispiel hier. Kriegt natürlich nur einen Hauch von Schaden und rennt mal hin. So. Da vorne hat es auch schon einer gemacht, den wollte ich mal splatten. Dieser Belagerungsturm gehört uns, den Verteidigern. Ha! Komm schon. Ja, du willst doch Ärger. Das Kampfsystem ist je nach... man rechtsklick blockt man. Das ist im Schildkampf ohne Schild sehr schwer. Verdammt, eine Doppelachse, das macht mein Schild nicht lange mit. Unten rechts sieht man, mein Schild ist schon ziemlich am Arsch. Den nächsten Schlag überlebt es nicht. Und zuschlagen tut man, indem man zum Beispiel hochzieht die Maus. Und dann Feuertasten drückt, dann... Wie soll man das sagen? Dann schlägt er halt von oben. Wenn man nach unten zieht, dann sticht er zu. Wenn man nach links zieht, dann schlägt er von links nach rechts und so weiter. Und also ein sehr intuitives Kampfsystem. Das hat im ersten Teil sehr gut funktioniert und funktioniert auch hier wunderbar. Und bietet auch sehr tolle Kämpfe. So, wieso hat er jetzt meine Klasse nicht übernommen? Das finde ich scheiße. Das finde ich sogar ausgesprochen scheiße. Was ist das jetzt? Das wollen wir ja nicht. Ich muss es nochmal ändern. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ach, Jorum Larum, ich will jetzt, dass der meine Klasse wechselt. Ist ja wohl, kann ja wohl ein Ding, das nicht angehen kann. Also, ah. Nochmal den Kack hier. So wie ich das, das ist eigentlich, passiert mir sonst natürlich nicht. Eigentlich ist das alles super. Egal, ja, solange ich jetzt noch nicht Bogenschützen bin und das euch eigentlich auch nicht zeigen kann, dafür zeigen kann, wie dieser Belagerungsturm ankommt und die dann durch die Bresche stürmen, weil ich so ziemlich der einzige Nahkämpfer in diesem Laden bin. Wollen wir es mal live miterleben. Da kommt er. Übrigens kann ich auch Aufrüstung aufsammeln, die am Boden liegt, sprich auch schwächere Spieler können besser werden, da sie einfach Aufrüstung von Toten aufheben. Die bleibt dann nämlich auch, wenn sie eine Runde überleben, in der nächsten Runde erhalten. Das ist ganz cool. Schilde kann ich ihm jetzt mit, Rüstung kann ich ihm jetzt nicht ausziehen, aber gut. So, wollen wir uns mal ins Gefecht stürzen. Ich will euch nämlich unbedingt nochmal einen Fernkämpfer zeigen. Ein Reiter macht auf dieser Map wenig Sinn. Insgesamt kann ich ja schon mal meinen... Ha! Bin ich ein Held oder was? Naja, also diesen Modus kann ich schon mal sagen, den finde ich nicht ganz so toll, genau wie Team Deathmatch und so weiter. Oh, das Tor. Das Held. Oh, das ist ein Fernkämpfer. Der Problem bei diesem Modus ist nämlich, dass einfach nur draufgekloppe, weil man halt immer spawnt und so weiter. Und so richtig taktisches Gefecht gibt es da halt nicht. Man tötet einen und der kommt halt wieder und so weiter. Es funktioniert, es macht auch Spaß, ist sehr kurzweilig, aber auf Dauer halt nicht. Da gefällt mir der Modus Battle besser. Aber zudem möchte ich eigentlich nochmal ein eigenes Video machen, weil der hat es echt in sich. Und ich denke, bei dem ist auch noch Luft nach oben. Der hier ist sehr kurzweilig, sehr cool, kann man sagen. So, jetzt habe ich noch eine Minute, bis mein YouTube sagt, Junge, mehr darfst du nicht drehen. Also versuche ich nochmal schnell zu sterben und euch doch nochmal einen Fernkämpfer zu zeigen. Hallo, fairer Kampf. Egal, einfach murksen. So, jetzt aber. 17 Sekunden, so viel Zeit habe ich ja auch. Na gut. Jetzt kriegt ihr gleich noch eine halbe Minute einen Fernkämpfer zu sehen. Und dann sind alle glücklich. Na, komm schon. Nee, das klappt jetzt nicht. Na also, es geht doch. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Fernkampfziel. Da, die Haufen. Die haben jetzt eh gleich gewonnen. Der Fernkampf ist hier, wie ihr seht, sehr simpel. Da kann man nicht viel falsch machen. Außer vielleicht, dass ein Reiter kommt und einen einfach umsticht, weil man natürlich nicht so viel sieht. Ja, was kann ich noch schnell sagen, bevor meine 5 Sekunden um sind? Die Kämpfe funktionieren erstaunlich gut im Multiplayer. Hätte ich so nicht erwartet.